Machen wir mal den Sound hier wieder an. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so hinhaut mit dem Sound. Deswegen müsst ihr mir so ein bisschen helfen. Ich versuch mal, ob das mit... Oh, es funktioniert sofort mit dem Controller. Was verstehst du nicht? Achso. Chat dann noch links aufmachen. Und dann geht's los. The Graveyard Keeper, ich mach den Fuchs noch weg. Es ist ein ganz normaler Tag, unser Held ist auf dem Weg nach Hause und irgendwas passierte. Sogar im tristen Alltag gibt es einen Platz für die Liebe. Vor allem, wenn du jemanden hast, der dich vermisst. Vermisst hat. Was ist passiert? Wo sind alle? Beruhig dich, du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Okay. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Hm, mal sehen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Oh, wie passend. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Danke für die Beantwortung meiner Fragen. So stelle ich mir das vor. Aber ich muss nach Hause, zu meiner Frau. Da musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus. Er wird dir helfen, dich hier einzuleben. Okay. Ich muss also jemanden ausgraben. Wer? Was für eine merkwürdige Vision. Was ist das für ein Albtraum? Okay, dann sollte ich wohl Gary suchen. So, wir sind anscheinend ein Friedhofswärter und können uns hier so bewegen. Kann Dinge öffnen, kochen und so. So, Manu, jetzt habe ich auch Zeit für dich. Wie viel du brauchst, das steht unten. Das musst du nämlich rausfinden. Y muss ich drücken, okay. Heiliger Saat, ich bin ein... Was? Bist du Gary? Hm, warum sollte ich Gary sein? Ja, warum nicht? Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge, ich erinnere mich. Okay. Oh, Saat, das stimmt, ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Frag ich mich auch. Der Pfeil hat's mir gezeigt. Der Mann hat mir gesagt, dass du alle meine Fragen beantworten würdest. Gut, gut, aber lass mich dich zuerst fragen, wer bist du und wo zum Saat sind wir hier? Wüsste ich auch gern. Das muss ein Traum sein, das ist einfach nicht wahr. Hm, du bist der neue Friedhofswärter. Woran erkennt man das? Woran erinnere ich mich noch? Mal sehen. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach. Alles ist so merkwürdig. Nichts ergibt einen Sinn, glaube ich. Ach, weißt du, ich warte lieber hier auf dich. Sonst bekommt das arme Ding noch Angst. Ich erinnere mich an dieses Läuten und einen Esel. Okay, irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesem Tier. Hm, es könnte gefährlich sein. Ganz bestimmt, es ist ein Esel. Es ist ein Esel.
Ja, Manu, du musst gucken, wie viel es kostet. Das steht da unten auch drinne. Also ich habe da unten eingeschrieben, dass man das selber rausfinden muss. Hallo Lino, grüß dich. Ja, ich hab eine frische Leiche aus der Stadt. Danke, glaube ich. Wow, ein sprechender Esel. Stimmt, ja. Du kannst mich verstehen. Unterhalten wir uns. Wer bist du? Ich würde mal sagen Esel. Ich bin eine billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört nicht mir, also muss ich für das Kapitalistenschwein arbeiten, dem er gehört. Okay, ja. Ergibt Sinn. Und ich verdiene nur 5 Karotten am Tag. Oh, wie schrecklich. Diese Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt, woher ich komme, nicht wahr, Genosse? Der Bastard tut so, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt. Werde diese Leiche los und ich bring dir eine neue. Tolles Angebot. Ich glaube, ich lehne ab. Was ist das nur für ein seltsames Land? Ja. Da kommt der Kopf wieder. Gary! Ey, worauf wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Alter. Okay, wozu? Ich glaube, wir sollten sie in eine Leichenhalle bringen. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Aber ich bin mir sicher, das macht Spaß und es könnte profitabel sein. Ich glaube nicht, dass das so viel Spaß macht, eine Leiche in eine Leichenhalle zu tragen. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Ja, würde mir auch schlecht werden bei... Los geht's. Tutorial, benutze irgendwas, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. Was soll denn das sein? Achso, das soll ein A sein. Was hier reinmachen? Nee, okay. Sard, ich mag diesen Ort. Fühl mich ganz wie zu Hause. Das freut mich. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Natürlich. Und dann, was kommt dann? Ach ja, schneide Fleisch aus dem Körper, das fängt ja gut an. Ja? Was? Auf gar keinen Fall. Das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Okay, was kommt jetzt? Vielleicht, weil ich ein plappernder Schädel mit Gedächtnisschwund bin. Ist es richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass ich ein Schädel bin? Irgendwie ist hier gar nichts richtig. Also halt den Sard und mach, was ich dir sage. Okay. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Du musst nur in der Dorftaverne das Fleisch gegen ein Bier eintauschen. Plappernde Schädel lügen nie. Und mir dann das Bier bringen. Okay. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause, Vorbereitungsplatz, Pritsche und Entfernfleisch. Okay. Hier hin. Jetzt mal umgucken. So, jetzt kann ich auch mal ein bisschen mit dem Chat reden. Nein, Manu, ich bin nicht doof. Ich hab dich auch lieb. Hallöchen, Andy. Da ich dich gerade sehe. Freut mich, dass du auch dabei bist. Nino hatte ich schon begrüßt, aber nochmal hallo.
so Autopsie Arbeitszimmer. Yay! Begrüßung von Andy. Ich habe schon drauf gewartet. So, gefertigt an Vorbereitungsplatz. Lala, okay. Soll ich das jetzt entfernen? Ich weiß nicht. Komm, entfernen wir das mit Y. Okay. Muss mal gucken. Ist eine neue Technologie freigeschaltet. Wow, was? Ich habe gerade Fleisch aus einem toten Körper entfernt und ich kann jetzt Burger und Sandwiches herstellen. Und gebratenes Fleisch. Das macht mir etwas Sorge. Das ist ja widerlich. Ja. Du gewöhnst dich schon dran. Also was soll ich mit der Leiche machen? Keine Ahnung. Begraben wir sie einfach. Nimm du die Leiche. Ich warte auf dem Friedhof auf dich. Ja, was? Wo ist der hin? Okay. Oh, Nebel, wie cool. Oh. Manu, wenn du müde bist, dann musst du schlafen gehen. Bringen wir sie unter die Erde. Boah, ey. Warum habe ich mir nochmal alle DLCs von dem Spiel geholt? Ich glaube, das ist so schon, ja, mehr als genug Inhalt. Benutze den Planungstisch auf dem Friedhof, markiere eine Grabstätte und dann grab sie mit deiner Schaufel ein, denke ich. Trage die Leiche oder was davon übrig ist vorsichtig ins Grab, schaufele es zu und dekoriere. Achtung, keine Ziegenschädel oder komische Sternformen als Dekoration verwenden. Okay. Nein, warum sollte ich dich loswerden wollen? Ist doch ein Quatsch. Wo soll ich denn die hin tun? Hat da schon jemand drin? Da auch? Oder? Oder sieht das nur so aus? Hä? Okay, da sind schon Leute drin, scheinbar. Kann ich jetzt ein Grab schaufeln? Gar nicht. Bin ich gerade ein bisschen zu doof dazu, oder? Füge dem Grab hin zu derzeitiger Zustand, aber ist noch gefertigt an Werkbank. Den Grabzaun. Hier sind doch überall schon Leute drinne, oder nicht? Oder bin ich gerade? Ah. Nein, auch nicht. Hier ist doch schon ein Grab. Okay, ich glaube, ich muss an den Tisch hier, ne? Ah, okay. Hab's. So, wo mache ich die denn hin? Mach ich mal hier hinten ein Grab hin. Das ist so schön. Natürlich, Andy. Ich will dich immer braten. Yum, yum. Lecker, Andy. So, und einbuddeln. Was haben wir hier? Gut gemacht. Diese Bestattungsurkunde. Ich erinnere mich. Geld, Alkohol. Ja, so kann man das aussehen. Finde ich interessant, dass da eine Bestattungsurkunde einfach mal aus dem Grab rausfällt. Alkohol, ich glaube, den mochte ich früher. Sehr.
Nein. Osart, da kommt der Bischof. Das ist dein Boss. Bischof. Bischof. Oh, oh, ich weiß. Frage ihn nach dem Bestattungsurkunde. Er sollte wissen, was man damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin in der Leichenhalle und warte auf mein Bier. Okay. Oh, oh. Ich bin so müde. Warum? Warum muss ich nur jede Woche hier hinkommen? Ja, das frage ich mich auch jedes Mal. Kann ich das irgendwie abbrechen? Nee, okay. Ach herrje, der neue Friedhofswärter, warten nun schon seit 30 Jahren auf ihn, aber er tut so, als sei alles in Ordnung. Ich sag es dir nur ungern, aber dein Friedhof ist ein Saustall. Danke. Kannst dich auch selber drum kümmern? Ich werde dich auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Will ich das denn? Tut, oh, so viel zu lesen und zu merken. Derzeitiger Ort 4.5. Wichtige Informationen zum Ort. Qualität des Friedhofs. Ansehen der Kirche. Kreuz oder sowas. Repariere Gräber, um die Qualität des Friedhofs zu erhöhen. Dafür brauchst du vermutlich spezielle Ressourcen. Okay. Das ist eine neue Technologie freigeschaltet. Herstellung Holzmarkierung. Aha. Wenn die Qualität deines Friedhofs mindestens 5 irgendwas erreicht, hast du dir die Beförderung redlich verdient. Das ist ja toll. Du siehst mir so aus wie ein geistlicher Führer und ich bin ein guter Menschenkenner. Haha. Ich bin in allem gut, deswegen wurde ich auch erwählt. Seinen Willen zu repräsentieren. Haha. Ja, okay. Dein Vorgänger hat sein Zeug irgendwo hier in der Truhe aufbewahrt. Die solltest du dir mal anschauen. Genau, einfach mal klauen. Ich komme nächste Woche wieder. Um genau zu sein, komme ich jeden Kreis wieder. Vielleicht träume ich doch nicht. Habe ich etwas Falsches gegessen? Oh, er wartet. Was soll ich nur sagen? Warum kommen sie hier hin? Das ist meine Pflicht, der unangenehme Teil einer alten Tradition. Ich weiß nicht, wie viel alte Traditionen und Rituale. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm zu repräsentieren. Haha. Ich habe eine kleine Frage. Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Ah. Boah. Wow. Okay, ich guck mal kurz auf die Chat. Oh, danke für die Erlösung. Was? Oh, ist doch mal ganz angenehm, so ein Spiel. So, ich bin nicht der Friedhofswärter, ich war nur auf dem Weg nach Hause. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Nach der Urkunde. Bin ich der Friedhofswärter? Ich war hier nur auf dem Weg nach Hause. Muss zurück nach Hause. Das ist ein entsprechender Schädel. Was? Da ist ein entsprechender Schädel. Er hat mich gezwungen, eine Leiche zu filetieren. Aha, ein guter Witz. Ich bin übrigens auch Komiker. Hier, kennst du den? Wer ist Gas? Wer? Na ich? Haha. Oh. Ja, krass, wow, richtig. Gesegnet und schön. Ich glaube, wir sollten uns, ja, gut stellen. Ich habe den Friedhof repariert. Ah, okay. Ach, das ist anscheinend so eine Questreihe. Interessant. Können Sie mir mehr über die Bestattungsurkunden erzählen? Das ist dein Lohn dafür, dass du unsere Brüder und Schwestern zur letzten Ruhe gebettet hast. Das ist Teil einer uralten Abmachung zwischen der Stadt und dem Dorf. Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld an. Ja, das hatten wir schon. Oh Gott, das ist viel zu kompliziert, um ein Traum zu sein. Ja, das glaube ich auch.
Oh, die Stadt ist das Herzstück unseres glorreichen Landes. Der Palast, die Kathedrale, alles befindet sich dort. Du solltest es dir einfach selbst anschauen, hm. Aber nicht in diesen Klamotten, das wäre ja lustig, haha. Wow. Wie komme ich zur Stadt? Sie befindet sich nicht weit vom Dorf entfernt. Halte dich an der Taverne einfach südlich. Taverne einfach südlich. Süden, unten, okay. Wo ist dieses Dorf? Gehe zum Friedhofstor aus einfach auf der steinigen Straße in östliche Richtung. Ist so rechts die ganze Zeit, ist klar. Gut, dann. Wenn du die Reparatur setzt. Danke, Sarah, für 10 Biddies. Wenn ihr die Reparatursets beim Reparieren. Ja, okay, cool. Tutorial. Technologien. Um neue Gegenstände herzustellen, musst du zunächst die passende Technologie freischalten. Dies kostet Tech-Punkte. Drücke. Okay. Um den Technologiebaum anzuzeigen. Rote Punkte repräsentieren dein handwerkliches Geschick. Grüne repräsentieren dein Wissen, Natur und Dinge, okay. Und blaue repräsentieren dein spirituelles Wissen. Über die Geisterwelt. Okay, interessant. Du erhältst Punkte ganz einfach dadurch, dass du etwas tust. Wer hätte das gedacht? Steinvorrat. Felsen. Felsstein, okay. Oh, oh mein Gott. Hier Holz. Ach, herrje. Wieso wollte ich das nochmal spielen? Gerne Blut gefertigt an, Vorbereitungsplatz. Hier kann ich dann die Leichen weiter auseinandernehmen. Soweit ich weiß, ist, glaube ich, Blut und Fett das Wichtigste, um die Schädel da wegzubekommen und bessere Schädel zu bekommen. Also bessere Bewertung für den Friedhof. Hab mir das Spiel ja auch schon ein bisschen angeguckt gehabt. Oh mein Gott. Jo. Ich glaube, ich werde nie wieder was anderes spielen können. Hammer, okay. Oh, was haben wir denn hier? Stattungsurkunde? Ah, ne, das ist ja meins. Was haben wir denn hier? Holzreparaturwerkzeug. Okay, wir nehmen das einfach mal alles mit. Axt. Kann ich mein Inventar öffnen? Okay, gibt's nicht, scheinbar. Machen wir die Dinger erstmal weg hier. Holzstöckchen. Damit das hier ein bisschen schöner aussieht. So, oben links sehe ich gerade meine Ausdauer scheinbar. Okay. Ich denke, ich gehe dann erstmal zur Stadt oder Dorf. Das war ja das Dorf. Dann rede ich erstmal mit den Leuten. Mal gucken, was die zu sagen haben. Aber schon schick hier. Ja, was ist das denn? Auf Befehl des Großinquisitors ist dieser Weg bis Kreis irgendwo. Ach so, da oben links. Ist. Okay. Die sind jetzt unten, glaube ich. Das heißt. 1, 2, 3, 4 Tage. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So, mal eine kurze Frage an euch. Ist das Spiel laut genug oder soll ich es lauter machen?
Boah, sieht das schick aus. Also auch wenn es nur Pixelgrafik ist, ist es echt cool. Oh, mit einem Gespenst drauf. Das ist bestimmt wegen Halloween. Vogelscheuche, ey. Geil. Cool. Totes Pferd. Aha. Wir können tagsüber plaudern, aber nicht jetzt.